So, meine lieben Freunde, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man. Wir sind immer noch unterwegs, wir warten immer noch auf eine Hauptstory-Mission, aber leider kommt keine und genau deswegen würde ich sagen, da jetzt irgendwie keine kommt, ich weiß auch nicht warum, machen wir erstmal hier die Nebenmission. Wir haben inzwischen wieder drei Stück, ich würde sagen die kleine hier einfach erstmal, weil die einfach am nächsten ist. Ah ne, begib dich zum Labor, jetzt ist was gekommen, sehr schön. Peter, ich starte gleich den nächsten Test, wo sind Sie? Tut mir leid, ich komme. Mein Bus blieb liegen und es gab kein Taxi. Aber ich komme, sobald ich kann. Ich komme. Warte mal, vielleicht kann ich noch ein paar EP sammeln, indem ich Stunts mache. Um Level abzukriegen. Denn ich würde gern noch ein Level abkriegen. Genau. Dass wir nächste Stufe haben. Das heißt, wir können jetzt auch wieder mehr forschen. Wir haben zwei Fähigkeitenpunkte und können jetzt auch das nächste skillen. So, genau. Warte mal, Gerät. Da können wir nämlich jetzt erstmal das hier herstellen. Das kann man... Alter, 45. 45 ist wahrscheinlich maximal, oder? Das könnte sein, ne? 45 ist wahrscheinlich Maximalstufe. So, das wäre das Letzte, was wir skillen können. Kosten. Nehmen wir mal. Jetzt haben wir nämlich einen Baum komplett geskillt. Das kann man hier noch machen. Lautere Tänke sehr viel mehr Fokus. Das ist natürlich auch geil. Ich weiß nicht, wie man Gegner wirft. Ohne Scheiß, ich kann das nicht. Halte Y gedrückt, um eingesponnen und elektrisiert. Aha. Aha, jetzt. Ich muss sie einspinnen. Okay, das ist natürlich geil. Machen wir den hier. So, Mission haben wir jetzt. Starke Verbindung. Das ist ja hier mit Dr. Ock. Doc Ock. Und das machen wir. Da haben wir Bock drauf. Auf Doggy Oggy. Zack. So, Doggy, was hast du zu sagen? Doggy-Style. Jetzt können wir, glaube ich, auch wieder ein bisschen forschen. Denn es gibt auch einen Erfolg, wenn man diese Forschungen hier abgeschlossen hat, Freunde. Ich will das Ding natürlich auf Platin hier bringen, deswegen muss ich alles machen. Kann man hier eigentlich auch mal ein Foto machen? Hier wird so ein Selfie auch mal ganz geil, oder? Fotomodus? Hi. Grüße. Komm, eins. Und warte mal, wir können hier noch schnell nochmal ein bisschen Beleuchtung machen, dass Peter hier auch ein bisschen anders aussieht. Bisschen unscharf alles im Hintergrund mal, so. Zack. Octavius Industries. Das müsste doch eigentlich draußen stehen, hey, oder? Tut mir leid, bin zu spät. Morgen, Parker. Bestes Abend. Moin, moin. Kann man hier wieder was forschen? Was ist das denn jetzt? Das habe ich noch nie gesehen. Oha. Ah, das sind die. Oh, die muss ich aber alle mal machen. Ich glaube, das lassen wir erstmal. Was wollte Doc denn damit? Aber das müssen wir mal machen. Ich hoffe, dass man hier immer mal wieder zurückgehen kann. Oder müssen wir das jetzt machen? Weiß das nicht. Das ist natürlich blöd, ne? Ich weiß nicht, ob man das nachträglich noch machen kann. Wir brauchen das für den Erfolg, glaube ich. Was wollte Doc denn damit? Den. Den. Eigentlich recht einfach, ne? Und den. Gibt zwar nur zu 100, aber... Ja. Ich meine, so viel ist das jetzt ja auch nicht. Also, ich meine jetzt hier von der Schwierigkeit her und so viel, was man da erledigen muss, es geht eigentlich. So, erstmal den. Dann brauchen wir... Okay, das funktioniert nicht. Wir brauchen... Warte mal, wir brauchen den, genau, den. Den wieder weg und dann nehmen wir den hier, glaube ich. Ich glaube, das ist das Richtige, genau. Dann nehmen wir den. Und den. Nein. Den. Dann haben wir wahrscheinlich den. Genau, den. Und den. Ich glaube, hier können wir tatsächlich auch schon alle machen, denn es sind alle verfügbar. Das heißt, wir müssen hier nicht mehr warten eigentlich. Oh, Hydrogel-IPN. Vielversprechend. Wäre bestimmt ein tolles Gewebeinterface. Mhm, herrlich. So, was bedeutet denn das hier eigentlich, dass da irgendwie dann noch so ein Ding wieder dazukommt?
Also so eine Forschungsstation oder wie ist das? Ich verstehe das nicht, weil irgendwie... Ich krieg keine neuen Forschungsstationen, obwohl ich das neulich schon hatte, dieses Ding freischalten. So, wir brauchen das. Dann brauchen wir das zum Löschen. Nein! Mensch! So. Dann können wir... Nee, warte mal, der geht nicht. Dann können wir... Muss ich mal kurz überlegen. Den hier. Ich glaube den. Und die zwei rauslöschen. Die... Nee, warte mal. Den haben wir schon. Den. Ja, das könnte sein. Den. Und die zwei raus. Genau. Zack. Zack. Kann man es irgendwie überspringen, ey? Aber wer weiß, wie stark es sich langfristig abnutzt. Es könnte sich aufspalten. Ja. Zack. The next. Es wird immer schwieriger. Doc hat die Biokompatibilität von Graphen getestet. Oh, warte mal. So, ich würde sagen erstmal, irgendwie... Wie haut das nicht ganz so hin, ne? Irgendwie haut das nicht ganz so hin, würde ich mal sagen. Ach so, doch, warte mal. Jetzt den nehmen und den rauslöschen, dann haut das zumindest hin. Jetzt haben wir nichts mehr zum Löschen, das heißt, wir brauchen jetzt was. Das könnte der sein. Und der... Einmal den. Nee. Oh, jetzt muss ich aber woanders was austauschen. Das haut jetzt nicht hin. Warte mal, wenn wir den... Das haut jetzt nicht hin. Wir brauchen den jetzt. Den müssen wir hier hin machen. Und den auch dahin. Und hier müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Hier brauchen wir, glaube ich, dann... Wahrscheinlich den irgendwie. Aber dann können wir... Scheiße! Jetzt bin ich raus. Kann man damit irgendwas machen hier mit denen? Das haut nicht hin, ne? Brauchen definitiv den hier. Den... Ach Mensch. Das haut nicht hin. Was wäre der nächste? Warte mal, der hier doch. Jetzt so und dann den. Ah, Gott sei Dank. Das geht. Super. Nicht so toll. Ziemlich hohe Zytotoxizität. Eher kein geeignetes Gewebeinterface. Jetzt wird schon schwieriger, Freunde. Tests zur Biokompatibilität von Kohlenstoff-Nanoröhren. So. Einmal den. Und einmal nicht den. Nee, das haut nicht hin. Warte mal. Ich glaube, die können wir da nicht verwenden eigentlich. Den hier wahrscheinlich. Den und den, genau. So, dann haben wir einmal den, würde ich sagen. Und wieder nicht richtig. Okay, dann nehmen wir mal den vielleicht. Jetzt brauchen wir noch den letzten. Der hier? Nee. Den? Nee. Was ist denn das für ein Kack? Kriegt das nicht hin. Den und dann den. Das sind ja nur zwei. Das Problem, ne? Warte mal. Blöd. Den. Hab ich das nicht gesehen gerade? Ey, ist ja nicht. Den. Jetzt brauchen wir bestimmt den. Dann brauchen wir den hier noch. Und dann, genau. Und dann den hier zum Rauslöschen und zum letzten Setzen. Passt! Ich will das lieber gleich machen, Freunde hier, weil ich habe Angst, dass man da nachher den Erfolg nicht mehr kriegen kann. Deswegen können wir noch besser. Muss ich die Zeit jetzt investieren?
Wird natürlich immer schwieriger. Aber mit einzigartiger Struktur. Was ist das? Das ist jetzt dicker hier alles, ne? Das ist jetzt ein bisschen zacken dicker. Das funktioniert natürlich wieder nicht so, wie ich das will. Das funktioniert nicht. Ihn? Nee. Ha. Übersehe wahrscheinlich wieder irgendwas richtig. Ich übersehe wieder irgendwas richtig hart gerade. So, den denke ich mal. Jetzt haben wir nämlich den. Dann brauchen wir nochmal einen. Das wäre wahrscheinlich. Das stimmt auch schon wieder nicht, ne? Das ist aber nicht der hier, ne? Nee. Wenn wir den hier hinsetzen? Nee. Mann, das kann doch nicht sein. Ist der vielleicht der hier? Genau, da haben wir den schon mal. Das bestimmt. Ne, das stimmt auch nicht. Das könnte einer von denen sein. Genau, und jetzt brauchen wir noch einen und das wäre der letzte. Das wäre dann aber wahrscheinlich. Das geht auch schon wieder nicht mehr auf, ne? So, Kacke. So, was ist denn mit denen? Ah, sehr schön. Supi. Ja, so langsam. Oh, Wahnsinn. Das ist ein Nanogitter. Wow, das ist stark. Das könnte ein tolles Bauelement für Prothesen werden. Jo. So. Abgeschlossen. Wir haben noch 4 Stück. 4 noch, Leute. Dann haben wir's. Die müssen wir noch tun. Doc experimentiert mit Supraleitern. Ich meine, es macht ja Spaß. Das ist es ja nicht, ja. Ich habe wirklich Angst, dass ich das später einfach dann nicht mehr machen kann, Freunde. Deswegen... Will da euch, ihr wisst doch, ich bin noch da einer, der sicher geht. Das ist natürlich ein Problem, weil das alles nicht hinhaut. Warte mal. Der hier? Stimmt doch auch schon. Der hier? Nee. Der hier? Jetzt brauchen wir noch einen letzten. Das stimmt auch wieder nicht. Den, den, den. Wie stimmt das nicht hier? Den? Uns fehlt immer der letzte. Warum fehlt uns immer der letzte verflucht? Der ist halt doppelt. Das bringt uns halt gar nichts, ne? Der auch nicht. Der auch nicht. Doppelt bringt uns nichts. Jetzt haben wir den wieder. Den auch nicht. Boah, das ist doch schon kacke hier. Aber das müsste doch der sein, oder nicht? Ich krieg immer den letzten nicht, ne? Der hier vielleicht? Ah, schön. So. Den machen wir nicht. Ich würde sagen, nee, der stimmt auch wieder nicht, glaube ich. Der stimmt auch wieder nicht. Der stimmt nicht, nee. Das sind ja nur 2 Leute, deswegen, da müssen wir jetzt mal gucken. Es könnte sein, der hier könnte sein. Der. Und dann der hier, ne? Schön. So, jetzt sind bloß noch die letzten hier, da müssen wir jetzt mal gucken. Da gehe ich mal davon aus, der ist zu fett, das geht nicht. Das sind 3. Warte mal, doch, das geht. Den hier. Den hier. Und den letzten hier unten noch dazu, dann löscht sich der linke und der in einem... Mann! Wo war das? Der hier war das, ne? Zack! Wunderbar! Noch 3. Sehr cool. Komplexe Oxidkeramik. Perfekter Typ 2 Supraleiter. Er wird heiß. Aber vielleicht... Doch komm jetzt, Mann! So, zack. Irgendein Kunde mehr. So, es wird wieder schwierig, Leute. Wir haben einmal den. Und den. Aber das ist bestimmt kacke, weil wir werden den hier bestimmt noch brauchen. Das könnte ich mir vorstellen, dass wir den noch brauchen. Deswegen glaube ich mal, dass das jetzt erstmal nicht so korrekt ist. Dann würde ich sagen, den.
Da haben wir jetzt drei. Das heißt, da sieht das Ganze wieder anders aus. Den auch nicht. Den können wir auch nicht gebrauchen. Den eigentlich auch nicht. Ich denke, ich muss noch der hier, aber das kann doch nicht sein. Jetzt brauchen wir links einen, der weggeht. Das könnte der hier sein, aber dann geht das rechts wieder nicht auf. Ich bin mir sicher, dass das jetzt rechts, das wird jetzt rechts. Jetzt könnten wir den noch nehmen, aber dann fehlt uns ganz links einer. Jetzt bräuchten wir nämlich, glaube ich, dann den hier? Ja. Aber jetzt haben wir hier wieder ein Problem, ne? Das ist doch blöd. Was ist mit... Warte mal, der hier könnte... Ach so. Ah, jetzt müssen wir mal gucken. Der in der Mitte... Das sind ja bloß zwei. Den hier nehmen? Da müssen wir wahrscheinlich den hier noch nehmen. Dann fehlt uns hier jetzt aber einer. Warte mal, warte mal. Ja! Wollte gerade sagen, das geht. Ich hoffe, dass wir jetzt gut durchkommen bei den letzten zwei. Polymer. Dieses Zeug übersteht fast alles. So, der vorletzte, glaube ich, ne? Genau. Bin gespannt, wie der letzte ist. Ich hoffe, dass wir den jetzt schnell knacken hier. Wollen wir mal sehen. Aber das machen wir schon, Leute. Das machen wir schon. So, das ist natürlich total falsch. Das können wir richtig abhaken, das Ding. So, ich würde mal sagen, den. Vielleicht dann noch den. Und hier geht das jetzt nicht mehr auf. Nee. Der hier vielleicht. Ich muss mal ein bisschen gucken. Genau der und dann der. Dann hätten wir den. Dann haben wir einmal den. Und den zum Löschen. Und wenn wir Glück haben, sind die letzten drei jetzt die, die wir brauchen für den nächsten hier. Was natürlich auch nicht stimmt. Oder doch? Doch. Oh, das ging ja mal richtig gut. Da sind wir jetzt aber schnell durchgekommen. Wir sind halt Profis schon mittlerweile. Ich hab's. Ich hab's. So, der letzte, Freunde. 500. Der wird jetzt bestimmt richtig krass. Dann haben wir das hier aber komplett fertig. Zeit für ein bisschen Wissenschaft. Ja, das ist bestimmt. Da sind jetzt bei beiden drei. Oh. Ich nehme jetzt einfach mal den. Dann nehmen wir einfach mal den. Und löschen die mit dem wieder raus. Das müsste doch gehen, genau. Jetzt haben wir den. Da würde ich jetzt einfach mal den nehmen. Dann ist bestimmt der hier noch ganz interessant. Und den hier zum Rauslöschen. Woo! Nice. Ah, der letzte war der einfachste. Das sieht gut aus. Somit haben wir alles. Abgeschlossen. Sehr schön. Kein Erfolg. Herrlich. Aber wir haben alles. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch was anderes finden. Denn wir haben ja eigentlich noch dieses andere mit den Übergangsstücken, die wir immer noch reinsetzen müssen. Aber das haben wir jetzt nicht hier mit drin. Was ist hier? Doc liebt die. Er hatte sie an der Universität bei der Arbeit mit radioaktiven Isotopen auf. Brille, okay. Er sagt, durch sie bleibe er demütig. Was haben wir hier? Was ist das, Doc? So ein Material habe ich noch nie gesehen. Dient zum Verschweißen. Unglaublich, was? Die magnetische Isolierung begrenzt die Kreuzkontamination zwischen der neuralen Schnittstelle und den Armen. Oh, das ist bestimmt der Anzug, den er dann anhat, wenn er... Hä? Okay, das Bild hat garantiert schon was zu bedeuten. Das hat garantiert schon was zu bedeuten, das Bild. Ja. Die humorlose Grimasse wird mir fehlen. Ein Panzer auf zwei Beinen. Den werden wir bestimmt auch noch begegnen. Sachbeschädigungen. Könnte man Vulture könnte Vulture der klügste Kopf an dieser Wand sein. Nicht klug genug, um dreimal lebenslänglich zu vermeiden, aber trotzdem ziemlich gewitzt. So, was haben wir denn noch? Den haben wir noch? Electro war mein erster Schurke mit echten Superkräften. Vorher gab es nur normale Typen in schicken Anzügen. Bei unserem letzten Kampf hat Scorpion gefragt, ob er mir mal zeigen soll, was ich in meinem Schädel habe. Ein echter Witzbold. Okay, da haben wir eigentlich alles kontrolliert, würde ich sagen, ne? Ich will es bloß abschließen, falls es da vielleicht noch irgendwas gibt. Okay, also wir können nichts weiter machen jetzt hier, wir müssen zu Doc Ock gehen. So.
checken Sie die Neurosensoren, ja? Die müssen schneller reagieren. Bin dran. Okay. Unter 3 Millisekunden wäre gut. Oh, oh. Okay. Was soll ich machen? Vielleicht eine Optimierung des Lastrelais. Achso. Okay, Freunde, los geht's. Wir haben genug Zeit, das ist ja schon mal ganz gut. Das ist natürlich kacke, der ist falsch. Wir müssen nämlich so einnehmen. Dann müssen wir mal so einnehmen. Die versuchen wir mal schnellstmöglich wegzukriegen. Denn umso schneller die weg sind, umso besser ist das Ganze. Dann nehmen wir mal den hier wieder, damit wir den weg haben. Dann geradeaus, geradeaus. Der ist leer. Links hoch. Oh. Doch, den haben wir noch. Brauchen wir aber eigentlich noch einen, der geradeaus geht, ne? Ach doch, nee, das geht. So, einmal den. Den müssen wir drehen. Jetzt brauchen wir eine andere Zielspannung. Ah, genau. Ich musste gerade mal kurz nachdenken. So, den haben wir. Sehr schön. Okay, und jetzt? Okay, wir müssen das öfter machen. Unter 3 Sekunden. Da ist wohl irgendein Widerstand im Neurosensorkreis. So, das ist natürlich totaler Humbug hier. Deswegen machen wir mal diesen rein. Dann nehmen wir diesen mit rein, um den loszukriegen. Dann nehmen wir diesen mit rein. Der ist wahrscheinlich auch falsch, aber das ist jetzt mal egal. Irgendwas hat das doch... Nee, warte mal. Irgendwas hat das doch bestimmt mit denen hier noch auf sich. Ja, der muss raus. Den müssen wir nämlich gar nicht nehmen. Denke ich mal. Müssen wir wahrscheinlich den hier nehmen. Denke ich mir mal. Jetzt müssen wir den nehmen fürs Hoch und fertig. Fertig. Einmal gehe ich mal davon aus, müssen wir noch machen. Zweimal. Das Störverhältnis ist echt brutal. Das müsste doch jetzt gehen. Der Signalprozessor reduziert den Lag. So, wir machen erstmal 2. So. Nee, warte, das stimmt auch nicht. Wir machen diesen hier. Dann machen wir einfach mal plus 4. Das kann man ja immer beliebig ändern, Leute. Deswegen, das ist jetzt nicht ganz so tragisch, ne? Jetzt müssen wir bloß mal gucken. Wir brauchen Plusspannung. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir erstmal diesen Weg versuchen. Wir versuchen jetzt einfach mal diesen Weg. Gehen mal diesen hier lang machen. Ah, den kann man gar nicht wegmachen, sehe ich gerade. Müssen wir vielleicht tatsächlich hier oben lang? Das könnte sein, ne? Dann machen wir hier mal den. Hier machen wir den. Hier machen wir den. Dann machen wir den nochmal. Dann machen wir den hier nochmal. Und dann sieht das eigentlich erstmal ganz gut aus. Müssen wir nur die hier mal wechseln. Hier machen wir mal den rein. Und hier machen wir 2 rein. Und dann haben wir das Ganze. Zack! 2,8. Mehr wollen wir nicht. Schön! Hab es, Doc. 2,8 Millisekunden. Gute Arbeit, Peter. Ja. Ja.
Alles klar. Das könnte man kleinen Erfolg nennen. Ich würde das eher unglaublich nennen. Brauchen Sie Hilfe? Ja. Doktor, was fehlt Ihnen? Ist das so offensichtlich? Meine Ärzte nennen es degenerative neurologische Störung. Vermutlich durch den Umgang mit toxischen Chemikalien in meiner wilden Jugend. Das tut mir leid. Kann ich irgendwas tun? Sie tun schon was. Das Schlimmste daran ist, es betrifft ausschließlich die Muskulatur. Der Geist arbeitet weiter, aber kann nicht mehr handeln. Nur Sie wissen davon, Peter. Ich möchte, dass das so bleibt. Selbstverständlich. Vielleicht suchen Sie sich lieber etwas mit mehr Zukunft. Der Grund, warum ich hier arbeite, ist das, was Sie hier oben haben. Und das verschwindet nicht. Und ich auch nicht. Doc Ock ist so ein... Oh, so Peter, cool. Bevor ich es vergesse. Es gibt da einen faszinierenden Artikel über Möglichkeiten für die neurale Schnittstelle. Ich schau's mir an. Danke, Doc. Kann man ein Foto machen? Geht das? Fotomodus? Mit Doc Ock? Mit Doc zusammen? Ah, Mann, ich brauch da irgendwie... Scheiße. Vielleicht irgendwie so und dann weiter rauszoomen? Weiter rauszoomen, das kann man doch, oder? Warte mal. Kann man das denn machen? Blende, Fokus, Typ. Konnte man das denn machen? Man konnte doch hier neigen. Konnte doch irgendwie rauszoomen. Hä, das ging doch irgendwo vorhin. Sichtfeld war das, glaube ich, ne? Aber das geht jetzt natürlich hier drin nicht. Schade. Ich hab gehofft, das geht. Na naja, gut, jetzt können wir noch mal schnell was forschen hier. Wir haben ja noch ein paar Sachen offen. Das geht jetzt natürlich nicht. Oh Mann, warum geht das jetzt nicht? Was haben wir denn hier? Gucken wir mal kurz den Artikel erstmal an. Direkte Schnittstelle mit den Basalganglien. Aufregend und riskant. Ich weiß nicht, Doc. Man braucht ein Gallium-Seiden-Array, damit das klappt. Und selbst dann ist das Verletzungsrisiko hoch. Gallium, genial. Und die Risiken kriegen wir noch in den Griff. Okay, Doc Ock hat Pläne. Es geht, glaube ich, noch böse aus für ihn. Können wir jetzt hier was machen? Nee. Wahrscheinlich erst, wenn wir hier mit allem fertig sind. Doc ist sehr krank. Er könnte die Kontrolle über seine Motorik in einem Jahr verlieren. Und wenn wir nicht aufpassen, macht ein intrakranielles Implantat es nur schlimmer. Bis zur Persönlichkeitsveränderung. Wir müssen vorsichtig sein. So, was haben wir denn hier hinten noch, sehe ich gerade. Peter schöpft Verdacht. Er verbirgt es, aber ich spüre es. Er hat das Zucken bemerkt, die Verschlechterung meiner Feinmotorik. Naja, ich wollte ja ein Genie zum Assistenten. Natürlich weiß er es. Ich brauche mehr Zeit. Meine Arbeit kann das Leben von Millionen verbessern. Millionen von Leben retten. Auch mein eigenes. Ich brauche nur mehr Zeit. Doc Ock ist so ein guter Mensch. Da sehen wir die Arme schon. Das wird so kommen. Es wird so kommen. Geh in Ottos Büro, da war ich doch gerade. Doc, tut mir leid. Meine... Tante schreit. Kein Problem, Peter. Ich wollte ohnehin gerade Pause machen. Aber erst noch die Telemetriedaten. Danke. Dauert nur ein paar Stunden. Jetzt geht's endlich. Komm, wir wollen das ja jetzt weitermachen hier. Wir brauchen das. Können wir gleich beides machen? Ja, wir können es fertig machen. Schön. So, das machen wir natürlich noch.
So, wir sind hier unten. Wir gehen jetzt einfach mal, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich müssen wir hier lang. Oh, das ist jetzt aber schon eine Nummer härter hier. Oha, das ist jetzt echt eine Nummer härter. Brauchen wir den wieder. Den hier rein. Den hier runter. Den haben wir fertig. Wir haben jetzt aber kein... Nee, das stimmt jetzt nicht. Das stimmt jetzt nicht. Das stimmt jetzt nicht. Oha, das ist jetzt aber auch nicht einfach hier gerade, ne? Warte mal. Den ist falsch. Wir müssen... Boah, Digga, das ist jetzt, glaube ich... Wir müssen ja da unten auch hin. Wieso? Verstehe jetzt nicht. Wir haben doch hier gar nicht so viel. Wir haben bloß noch einen von denen. Wenn ich den hier... Hä? Ich verstehe das nicht. Wenn ich den hier... Ich muss ja den hier nehmen. Wir müssen den nehmen, denn wir müssen ja hier lang. Aber jetzt geht das doch gar nicht mehr auf. Wie soll das denn funktionieren? Ich verstehe das nicht. Tut mir leid. Was haben wir den? Der ist ja auch schon... Hä? Kann es sein, dass wir nur in einem rein müssen? Dass wir nicht alle müssen? Das kann doch nur so sein. Das geht doch gar nicht. Wie soll denn das anders gehen? Wir gehen einfach mal ganz nach oben hin. Also irgendwie... Natürlich jetzt schade. Jetzt mal gucken, wie ich da jetzt langkomme. Den. Der funktioniert natürlich jetzt auch nicht mehr. Jetzt haben wir hier das Problem. Mann, was ist denn das? Das geht gar nicht. Wie soll ich das denn machen? Den jetzt hier ersetzen? Also irgendwie, Leute... Irgendwie weiß ich gerade nicht, wie das gehen soll. Ich bin gerade voll aufgeschmissen. Okay, gut. Also, wir müssen, also... Mir fehlen da doch Sachen. Ich weiß nicht, ob wir alle brauchen. Jetzt müsste ich ja hier hoch. Da fehlt mir jetzt der. Der funktioniert hier doch nicht. Ich glaube, wir müssen das anders machen. Ich weiß aber nicht, ob das geht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass es auch Probleme gibt. Uns fehlt... Check das nicht. Das ist doch auch falsch. Hä? Was soll mir denn der hier bringen? Ich kann doch den gar nicht drehen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, Leute. Wir müssen zu denen nach oben. Den können wir nicht drehen. Also, keine Ahnung. Oh Mann. Warte mal, wenn wir den jetzt so machen wahrscheinlich. Nee, das geht nicht. Aber wir können den hier mitnehmen. Damit wir hier oben dann... Den müssen wir drehen. So. Haben wir nochmal so ein Dreier-Ding? Doch, einen haben wir noch. Aber das bringt uns auch nichts. Brauchen noch ein so ein Dreier-Ding.
Wir brauchen tatsächlich den hier hinten auch, ne? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das gehen soll. Was ich jetzt nicht verstehe, Leute. Ich habe doch jetzt überall die maximalsten drinne, die ich drin haben kann. Und wir haben nirgendwo mehr was, wo wir noch was reinsetzen können. Wie soll das also gehen, dass ich eine Zielspannung von 6 erreiche? Muss den umgehen, das geht aber nicht. Den hier zu umgehen, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Bin gerade, Leute, ich weiß nicht. Ja, das kann doch nicht sein. Wir brauchen jetzt nochmal hier so einen, wo ich einen reinmachen kann. Aber wo soll das sein? Hier gibt es doch gar keinen mehr. Versteht das irgendwie nicht. Und den kann ich ja auch nicht drehen oder so. Wir müssen irgendwie... Wir haben auch noch was hier. Aber das ist alles nicht richtig, Mensch. Das ist doch alles nicht richtig. Das haut doch alles nicht hin hier. Plus 5. Ich verstehe das nicht, Leute. Was soll denn? Ist das verbuggt jetzt oder was? Das kann doch gar nicht sein. Ich hab doch bloß plus 3 und plus 2. Was ich aber auch nicht verstehe. Was falsch? Das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Wir haben hier plus 3, wir haben hier plus 3, plus 3. Verstehe das irgendwie gerade nicht. Oh, ich Depp, ich hab das nicht richtig rumgemacht. Och Mann, wie blöd muss man denn sein? Oh, ich voll Depp, ne? Oh, ist das traurig. So, das ist nochmal richtig schwer jetzt. Hier bleibt uns eigentlich keine andere Wahl als... Boah, ich weiß nicht. Als diesen zu nehmen. Dann machen wir mal nochmal diesen. Den drehen wir einfach mal. Warum ist hier jetzt nichts? So, plus 3. Wir brauchen plus 9. Aber wie soll man denn das jetzt hier schon wieder machen? Das geht doch... Das haut doch auch schon... Das haut doch auch schon wieder nicht mehr hin, oder? Warte mal, hier doch. Wir müssen... Den können wir nicht wegmachen. Hier kommen wir doch auch schon wieder gar nicht weiter raus. Da haben wir natürlich keinen mehr. Plus 6. Ne, wir brauchen jetzt den 9er noch mit, aber... Sieben, wie soll das schon wieder gehen? Ich habe ja auch keine anderen mehr, die ich nehmen kann. Hier kommen wir nirgendwo lang. Warte mal, doch. Den hier weg. Oh, wir haben es geschafft, wir müssen gar nicht alle erreichen. Fertig. Sehr schön. Doch jetzt alle abgeschlossen, oder? Müsste eigentlich einen Erfolg für geben. Warum gibt es jetzt keinen Erfolg für? Doch, ein netter Zeitvertreib, sehr schön. Haben wir. Supi. Okay, dann sind wir damit fertig. Gehen wir wieder raus und holen uns die EP ab, die wir brauchen.
So, schön, haben wir das gemacht. Das war eine lange Folge, aber wir haben viel abgearbeitet und ich habe wieder einen Erfolg dazu gekriegt. Das heißt, wir sind der Platin-Trophäe wieder ein Stückchen näher und das ist gut so. It's gut so. Schön. Schön, schön, schön. So. 500 nur? Hi, May. Lass mich raten. Verspätung? Nein, bin sogar schon unterwegs. Hast du was von Miles gehört? Nein, aber seine Mutter meinte, er kommt, also... Gut, ich komme gleich. Bis dann. Okay, passt also alles. So, warte mal, wir skillen mal nochmal kurz. Nein, Redner haben wir voll. Fähigkeiten... Ach nee, wir können... Bin ich gerade ein Level abgekriegt? Ach, keine Ahnung. Na gut. Leute, wir machen Schluss mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mega, 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 mega mäßig viel Spaß gemacht schon wieder. Wir haben wieder einiges abgeschlossen und sind ein Stückchen weitergekommen. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge zu Spider-Man. Bis dann, Leute. Haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.